Hier ist wieder euer Rasenreporter Robin, der viel zu schnell redet. Hallo! Halle 9, Deep Silver bzw. Koch Media gehört ja beides zusammen. Wir zeigen euch, was es hier so Schönes gibt. Wir gehen hier erstmal durch über den roten Teppich, der extra für uns ausgerollt wurde. Hier fangen wir an mit einem wundervollen Strategiespiel zur Total War Warhammer 2. Das könnt ihr euch hier ganz in Ruhe anschauen und ein bisschen spielen. Und wie es immer so ist bei eher Strategie-PC-Titeln, es ist dann immer nicht ganz so voll und ihr könnt auch mal ganz in Ruhe ausprobieren. Ich sage das immer dazu aus dem Grund, dass es unfassbar schwer ist, hier mal in Ruhe was auszuprobieren auf der Gamescom, weil die Timeslots meistens sehr, sehr eng getaktet sind. Aber hier könnt ihr euch mal wirklich so ein bisschen Zeit nehmen. Und wir wissen ja alle, dass Total War auch ein Spiel ist, für das man ein bisschen Zeit braucht. Deshalb hier schon mal sehr gut für euch. Wir machen aber weiter, weil es gibt noch viel, viel mehr. Das ist noch gar nicht alles, was es hier gibt. Und zwar, wir gehen mal hier weiter durch. Da sieht man schon riesengroß Formel 1 2017. Hier gibt es auch wieder richtig, richtig coole Racing Seats, in denen ihr sitzen könnt. Wir schleichen uns mal drumherum. Da seht ihr nämlich, wenn ihr euch hier anstellt und das Ganze dann spielt, könnt ihr einfach ohne Probleme dieses richtige Formel 1 Feeling haben und sitzt wieder in so einem Sitz drin. Und ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da draußen sowas zu Hause haben. Oder eventuell schon mal in so einem Ding gesessen, aber macht es einfach mal. Es ist super cool und man kann natürlich in der Third Person spielen, man kann auch in der First Person spielen. Dann ist es halt natürlich sau immersiv. Also das ist halt allein dieses Lenkrad, wie viele Knöpfe es gibt und die Sportschaltung und die ganzen einzelnen Drehhebel und das Ferrari-Zeichen da drauf. Und oh Gott, ich bin komplett überfordert, aber F1 2017 gibt es hier und hier natürlich auch ein riesengroßes Formel-1-Wagen. Mobilchen. Gott, ich bin so schlecht mit Autos. Ich glaube, wir haben uns wirklich den schlechtesten Moderator der Welt rausgeholt, der nichts mit Autos zu tun hat. Es tut mir leid. Formel-1-Wagen erkenne ich wenigstens noch. Den könnt ihr hier sehen. Fotos machen. Geht bestimmt auch. Habt da halt so eine Stange vor. Hier vorne noch ein Spiel, auf das sich auch viele Leute sehr, sehr freuen. Das ist Agents of Mayhem. Großes Chaos, übertriebener Humor, einfach völlige Over-the-Top-Action. Und auch wieder hier, weil es halt ein Titel ist, der ab 16 ist, dürfen wir euch die Monitore nicht zeigen, aber wir können euch die Gesichter zeigen der Leute, die das gerade spielen. So sieht es aus, liebe Freunde, wenn man Agents of Mayhem spielt. Und das scheint ziemlich intens zu sein, weil er wirklich komplett drin ist gerade. Sehr, sehr gut. Hier könnt ihr das Ganze ausprobieren. Gibt auch gar nicht so viele Anspielstationen. Ich vermute aber trotzdem, dass es sich ganz gut verläuft am Ende. Und wir haben noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte. Haha. Und zwar ein Spiel, was man ja nicht vergessen darf, ist das hier. Kingdom Come Deliverance. Das Spiel, was Mittelalter so gut wie noch nie präsentiert und einfach alles Mögliche versucht, so detailgetreu und so nah an der Realität, wie es ist, zu erzählen. Alleine die ganzen Schwertkämpfe, die es gibt mit den Blocken. Ich habe zum Beispiel aus Kingdom Come Deliverance gelernt, dass es so ist, dass man ganz oft mit dem Schwert andersrum gekämpft hat und damit dann geblockt hat. Wusste ich nicht, dachte, Schwerter trägt man immer voran, aber nein, man macht das auch umgekehrt und blockt dann mit den Händen. Es ist super, super gut gemacht und das gibt es hier auch noch zum Anspielen, auch wieder mit umgedrehten Monitoren leider, dass wir es euch nicht zeigen dürfen, aber was sollen wir tun? Guckt euch einfach einen Trailer bei Gamesplanet an, dann ist das ganze Problem gelöst. Und jetzt sind wir eigentlich durch mit dem Deep Silver Stand, aber ich habe natürlich wieder was und zwar, wir haben ja hier Gutscheine und diesmal haben wir einen 50-Euro Gutschein. Ja, das sind 50-Euro Guthaben für euch auf gamesplanet.com. Und die verstecken wir jetzt. Und ich dachte mir, für alle Total War Warhammer Fans unter euch, es gibt ja ein Doom Wheel aus Total War Warhammer, mit dem man Fotos machen kann. Sieht so aus, da links. Und wenn ihr schon mal hier seid, um die Chance zu nutzen, ein Foto zu machen, ja, dann könnt ihr euch doch auch einfach ohne Probleme euren 50-Euro-Gutschein abholen. Nämlich den stecken wir jetzt einfach hier drunter und dann könnt ihr euch den da rausziehen. Und jetzt gehen wir schnell und hoffen, dass wir keine Gefahr auslösen damit. Das war der Stand von Deep Silver auf der Gamescom. Macht's gut!